Admin. Ja, gut. Also, guten Abend an alle. Wir sind auf unsere wöchentliche Unterricht. Wir uns im Kaschrut-Thema und noch präzise fleischige Kaschrut sozusagen. Wie gesagt, auch wer ist vegan oder vegetarisch, muss man doch wissen, was ist passiert mit koscherem Fleisch. Der wichtige Punkt im Fleisch, sozusagen eine ideologische Idee, haben gesagt, dass die Tierleiden vermeiden, richtig? Ja. Yeah. Die unsere Hauptleitung, Hauptlinie. Und jetzt haben gesagt über die momentane schlachtende Tier, Schochet, die Schächter, ja. Die scharfe Messer, die Prüfung von Gesundheit der Tiere, ja? Blut rausziehen und entfernen. Jetzt aber kommt ganz eine praktische Frage. Was macht man, was verpflichtet man als Noachide denken über die nicht koschere Fleisch? Ich habe gesagt, dass Noachiden, wenn du nimmst eine minimalistische Position, es ist nur sieben Gebote. Wenn du willst erweitern diese Zahl von Geboten, also es wird 66, 90, ja, aber in keinem Fall genau Tag mit Wort, genau 600 Seiten Geboten, wie es mit dem Juden läuft. Auch sogar mit den Juden, dass diese Zahl 613, es ist noch immer theoretisch in unseren Zeiten. Doch, die Juden haben viele, viele geboten und eine ist Kaschrut. Und die zentrale Frage, dass wir immer befragt wurden, ob die Noachiden müssen nur koscher Fleisch essen, falls sie sind nicht vegane, vegetarische, oder kann man auswählen und auch anderen Fleisch konsumieren. Und ich habe gesagt, dass im Torah gibt es zwei Dinge, die Geist von dem Torah und die Gesetz von dem Torah. Ja? Ja. Gesetz von dem Torah, das ist das jüdische Gesetz. In fast jeder Religion gibt es ist Gesetz. Im Islam gibt es Scharia. Die große Neuigkeit, das Christentum hat mitgebracht zur Welt, das ist Annullierung des Gesetzes. Ja? Annullierung der Forderung, mach so, tu nicht so. Ja? Also, das Christentum ist eine Religion mit Empfehlungen sozusagen, aber mit keinen Verpflichtungen, was muss man tun und was man tun nicht. Das ist die ganz, ganz große Dinge. Also, wir reden über die Glauben, über die Einstellung, dass gibt es etwa, das was verpflichtet uns, der Wort ist Gott. Und genau das, diese Gebot, die Tierleiden vermeiden, das ist Gottes Wort, ja. Muss man menschlich sein, ja. Muss man nicht hartknäckig sein, ja. Und so weiter und so fort. Und wie betrachten wir heutzutage Fleisch? Im Aldi, im Lidl, im Rewe. Also, was denken Sie daran? Was denken Sie über dieses Fleisch? Allgemeine Fleisch. Billige, relativ billige Fleisch. Jetzt die Grünen wollen ganz erhoben die Preise für allgemeine Fleisch. Sie glauben, es beschädigt das Klima. Also habe ich gelesen, eine Idee, dass ein Schnitzel muss 25 Euro kosten. Nur ein Schnitzel. Denken Sie, was wird kostet überhaupt? Also, aber das ist eine Idee. Eine Idee. Also, von meiner Erfahrung und auch von wissenschaftlicher Statistik, wir wissen, dass nicht alle Tiere sterben gleich auf dem Platz im großen Fleischbetriebe. Das Ja. heißt, heute es geht mit Strom, mit Elektrizität. Das Tier kommt wieder, wir reden nicht über die Geflügel, das Tier im Hebräisch meint große Tier, ja. Normatives
Adjektive sozusagen eine allgemeine Kuh. Ja? Auch, wenn, das heißt, die Tier, es ist jemand, der hat vier Beine. Das ist die Meinung, das ist die Definition. Ja? Also, Huhn hat kein vier Beine, also es ist relativ kleine Fleisch. Also auch wenn, wie gesagt, Schaf kann klein sein, die Hund, manchmal gewisse Arten haben die größere Höhe und Breite, doch das Tier ist es vier Beine, es ist relativ, es ist etwa denkbar, etwa bemerkbar. Und wie gesagt, Elektrizität vereinfacht unsere Schlachtarbeit. Wir haben in jedem deutschen Staat Schlachthof, alte Schlachthof, neue Schlachthof. Ja? Also dieser Beruf, Tierschlachten, egal, koscher und nicht koscher, es war ein wichtiger Beruf. Also das war relativ physisch nicht einfach. Ja? Du musst ein Team, nicht einen Menschen, ja? Mehrere Leute, ja? Das Tier halten, schlachten und so weiter. Jetzt mit Elektrizität ist es relativ einfach. Es ist eine Bewegungs-, ja, eine automatische Linie, wo das Tier kommt. Wir fixieren, das Tier kann nicht rauslaufen. Ja, und gibt es eine Maschine, die befasst dem Tier auf den Hals. Und dann kommt ein Stromanschlag genau in dem Kopf. Die Problem mit diesen Dingen nur, dass rund 30%, ein Drittel von allen Tieren überlebt diesen Anschlag. Also zwei Drittel sind getötet, ein Drittel nicht. Das heißt manchmal, das Tier ist groß und stark. Manchmal, die Tier, er versteht, die Kuh, manche Kuh sind, sie verstehen, was es passiert, was kommt. Talmud sagt, paradoxalerweise, eine ganz gegenstehende Idee. Talmud sagt, dass die Kühe im alten Zeiten, in Zeit von ersten und zweiten Tempel in Jerusalem, sie wussten, dass die Leute bringen die Opfer mit Kühen und sie wollten bedienen sich als eine Opfer zum Gott. Und die Talmud bemerkt, ganz interessanter Satz, dass die Kühen wollten vereinfachen diese Arbeit, Tierschlachten, ja, und sie hatten das Hals gelassen zum diese Schochet, zum diese Schlachter. Also die Kühe, das heißt, Talmud behauptet, die Kühe verstehen, was es passiert. Im guten Sinn, im bösen Sinn, aber sie sind nicht dumm, ja. Unser Satz, eine dumme Kuh. Ja. Nein, stimmt nicht. Das ist nicht genau richtig. Kuhn sind ganz, ganz intelligente. Okay, ich bin nah für die Kuh, sie kennen mich, ja. Also die Kuh sind ganz, ganz intelligent. Die Kuh besprechen jeder mit anderen. Das kann ich beweisen, ich sehe das. Die Kuh haben Freundschaften mit anderen Kuhn. Die Kühe heute wissen, wie sie können erleiden einen Stress. Im Fall, dass wir trennen mit diesem oder anderen Freund, ja? Freundin und so weiter und so fort. Also die Kühe sind überhaupt nicht dumm, wie denken wir. Und deswegen viele, viele Kühe widerstanden zu diesem kommenden Stromanschlag. Und dann sie, rechts oder links, sie bewegen das Kopf. Und das heißt, der Stromanschlag, er vermisst ein bisschen oder viel vermisst. Kuh ist sehr, sehr flexibel hier. Ich habe gesehen, dass ein Kuh mit seinem Kopf kann bis in Mitte des Kopfes, sein eigener Körper, bewegen sich. Nach hinten. Das Kuh prinzipiell kann überhaupt, ja,
bringe Dissertation, dass diese Stammen schlag vermisst komplett, 100% vermisst. Das manchmal passiert. Es passiert mehr von 5%, aber es doch, es dauert dort wild solche. Und dann die Linie ist gestoppt und so weiter. Also, was wollte ich sagen, dass rund ein Drittel von die heute geschlechtene Kuhn, sie leiden und leiden stark. Und dann die Frage ist, ob dieses Fleisch von dieser leidenden Kuh ist, kann bezeichnet unter dem Begriff Organ der lebendigen Tier. Verstehen Sie? Das heißt, die Geist von diesem Gebot, dieses Verbot, Organ der lebendigen Tier, das natürlich, das muss man menschlich und nicht cruel und hartknäckig sein. Ja? Das ist die Idee. Du sollst menschlich und nicht ein Tier, ja, metaphorisches Tier sein. Ja? Und jetzt, wir haben ein Drittel von unserem allgemeinen Fleisch, von einem Lidl, der ist 100% kommt von Tierleiden. Also gibt es eine Diskussion zwischen den Rabbinern, okay, sie denken nicht zu viel über die nicht koschere Fleisch, muss man ehrlich zu sagen, aber doch. Nach dem Gesetz der Tora, dieses allgemeine Fleisch im Aldi Lidl ist keine Organ von lebendigen Tieren. Aber doch, nach dem Geist von diesem Gebot, es ist ganz, ganz nahe steht. Ja? Also ich würde sagen, meine Meinung, meine private rabbinische Meinung, wegen dieser Drittel, die leidenden Tiere, wir können das nicht ganz ausführlich erklären von uns, welches Fleisch ist in Ordnung und welches Fleisch es kommt von leidenden Tieren. Es ist unmöglich, ja. Es ist alles zusammen. Und deswegen, als ein Mensch, sowieso, ich esse nicht dieses Fleisch, es ist nicht koscher, es ist verboten für mich. Aber ich als Mensch, als Schabiner, als gläubiger Jude, betrachte die ganze Fleisch, die ganze allgemeine Fleisch, als etwa, das kommt ganz, ganz nah unter dieser Definition Organ, die lebendige Tier. Ja, also das heißt, ich nehme ein bisschen strengere Position über diese Drittel, ja, und ich sage, ich kann nicht separieren diese zwei Gruppen, gute Fleisch und Fleisch, das Tier war geleidet. Also ich betrachte die ganze Fleisch, die ganze Menge, die ganze 100% als etwa problematisch, als etwa im Geist steht ganz, ganz neben von diesem Verbot. Ja, also deswegen meine Antwort über die allgemeine Fleisch ist folgendes. Wir müssen wirklich, wirklich menschlich sein. Zu uns selbst, zu unserer Familie, unsere Leute, unser Dorf, unsere Stadt, unser Volk, die ganze Menschheit und auch für die Tiere. Das ist die gleiche Idee. Und wenn wir konsumieren Fleisch nicht wegen, dass es teuer oder billig, hat Geschmack oder hat böse Geschmack, das ist etwa fraglich. Aber wenn wir konsumieren Fleisch nicht von ideologischen Gründen, das natürlich bringt zum Veränderung, dass diese Geschichte, dass die Tiere leiden, ne, in diesem Prozess, im heutzutage Stromanschläge. Ja, das ist meiner Meinung nach, das ist unser Ziel. Ja, also ich würde sagen, nach Gesetz dem Torah ist es kein Organ von lebendigen Tieren, aber nach Geist dem Torah ist es steht nicht so weit fern von diesem Verbot. Also das ist eine komplizierte Antwort, das habe ich für mich. Ja, wieder, ich esse dieses Fleisch nicht, aber ich besuche genau diese Betriebe und ich kann nicht erzählen euch,
wie große Leid es ist. Und du siehst das. Wieder die Kuh sind ganz, ganz kluge. Sie sind ruhig relativ. Sie können manchmal aggressiv sein, aber normalerweise sie sind ruhig, auch vor dem Schlacht, aber sie probieren vermeiden diese Schlachten und sie machen so. Sie probieren widerstanden. Manchmal sie machen das Hals mit viel Luft, ja. Das verstärken sich, ja, etwa künstlich. Also es ist ganz, ganz nah von diesem Verbot. Es ist wirklich unsere heutzutage Fleischindustrie, es ist Tierleid. Und deswegen, ich halte zu Recht, dass was ist, die Grünen, sie protestieren wegen die die Hühner, ja, das ist noch furchtbarer, ja. Wie befindet man heutzutage Hühner? Ja, also ja. Das ist wirklich nicht in Ordnung, das ist die kleine Zelle, ja. Was soll ich sagen, die Leute im Knast haben mehr Luft und mehr Platz. Also wieder unser Weg, der Torah-Weg, ist ein Mittelweg. Ja? Wir sagen nicht, isst du Fleisch nicht. Wir sagen, du sollst menschlich sein. Du sollst nicht hartnäckig sein. Ja? Du sollst nicht Leid bringen zum Welt. Auch für die Tiere. Und deswegen, wenn du willst dein Fleisch essen, ist es in Ordnung. Aber du als Mensch sollst besorgen über die normalen Bedingungen von dieser Kuh oder Hunde. Und ja, gibt es ein bisschen Logik in diese grüne Idee, ein bisschen erhoben die Fleischpreise, weil wenn du hast ein Kalb, der geht zum Weise, zum Wiese, ja, und nicht verstecken kleine Zelle sein ganzes Leben vor dem Schlachten, ja, es kostet mehr, das ist klar. Also in Israel ist es interessant, relativ die bessere Situation im Staat Israel mit den Hühnern. Also die Hühner, sie leben im genauen, wie sieht aus, die künstliche Frucht, ja, und Pflanze, Terrassen, ja, mit der Heizung, ja. Also die Hunde haben verschiedene Etagen, Ebenen, also sie können ausflügen dort. Das ist typisch israelische Patent. Die Probleme mit Hunden, sie können rauslaufen, ja. Und dann ist es ganz gefährlich, auch für die Hunde, auch für die anderen Leute. Ja, die Hunde, sie müssen irgendwie begrenzt sein, weil sie verstehen nicht das Auto, Rad. Sie können einfach unter dem Rad befinden sich. Also in diesem Sinn, die Hunde, ja, sie sind nicht so klug. Das muss man verstehen. Also deswegen, in Israel, es ist nicht kleine Zelle, das ist Etagen, Ebenes. Ja, es ist ein Stock, Erdgeschoss, erste, zweite, ganz mit Holzboden. Und dann sie rennen, laufen, das ist alles gut. Ja. Und sogar in Israel, das weiß ich, die Hunde bekommen Impfungen. Impfungen wie Menschen. Nicht wegen der Covid und Corona. Aber hier in Deutschland auch, das ist vorgeschrieben vom Tierseuchengesetz, dass also Hühner auch tatsächlich geimpft werden müssen gegen bestimmte Erkrankungen. Ja, genau, weil unsere menschliche Erkrankungen und tierische Erkrankungen, es sind zwei verschiedene Welten. Ja? Was ist für uns, es ist egal, für die Tiere kann tödlich sein und ganz umgekehrt. Umgekehrt, also deswegen, ja. Deswegen die Veterinäre, ja, sie sind nicht mit Kuhen Veterinäre, sie machen künstliche Fruchtbarkeit. Ja? Heute fast niemand behaltet Echse. Ja? Es ist zu kompliziert. Ja? Also das ist die veterinärische Ausgabe. Aber wegen die Hunde genau gibt es gewisse Impfungen, weil wieder es ist gefährlich für die Geflügel. Und wieder gibt es noch, wir haben gesagt über die Foie Gras,
ja, dass diese Dinge, was, wie vergrößt man künstlich diese Leber, ja. Also gibt es auch solche Impfungen in der Industrie. Im Israelstaat, diese Impfungen sind verboten, ganz gesetzlich. Also es kann nicht sein, dass wir bringen eine Impfung zum Huhn vergrößern etwa, ja. Egal. Ja. Ganz Körper, allgemeine Fleisch oder gewisse Organe wie Leber, das ist überhaupt in Israel verboten. Wir haben uns gesagt, dass viele Rabbiner auch die koschere Foie Gras betrachten als nicht koscher, wegen dem Geist der Tora. Es ist unmenschlich, ja, es ist nicht in Ordnung. Also, okay. Jetzt, ich habe noch eine Frage dazu, und zwar, wie schaut es aus bei Wild? Weil Wild wird ja nicht geschlachtet, Wild wird ja gejagt und geschossen. Wie ist das zu beurteilen? Muss man sagen direkt, im Judentum jagen ist fast 100% verboten. Okay. Ich erkläre eine seltsame Art Jagd, die darf man. Also von unserem jüdischen Blick, egal welche Jagd, mit automatischer Waffe, mit Pistole, mit dem, es ist egal, es ist verboten, weil es ist Tierleid. Deswegen Judentum überhaupt, wir verstehen nicht diese Corrida. Wir einfach verstehen das nicht. Was für ein Spaß. Es ist kein Spaß, es ist Tierleid. Klare und direkte Tierleid. Also, ich meine jetzt nicht Jagd, weil man auf irgendwelche Trophäen abzielt, sondern wirklich Jagd mit dem Ziel, also das Tier, das man schießt, auch hinterher dann zu essen. Also zum Nahrungserwerb, nicht für den Spaß, bloß nicht. Aha. Okay. Doch im Talmud ist es berichtet, dass es wurden in alten Zeiten die jüdischen Jäger. Wie macht man das koschere Jagd? Okay, ich erkläre die Probleme. Also erstens, du kannst nicht Jäger normale, wie machte man die ganze Zeit. Du kannst nicht ein Loch in der Erde öffnen und dann bedecken. Wie macht man? Ja? Das heißt, das Tier fällt runter und bricht die Beine. Das ist natürlich Tierleid und koscher. Die alle mechanische Stall, ja, Kapkanen, sagt man, ja, es ist auch, was, es ist klare Tierleid, ja, also das ist verboten. Der einzelne Weg, die könnte man jagen nach Hirsche. Im alten Israel waren viele Hirsche und Hirsche ist ein koschere Tier, kann man auch das Fleisch essen und konsumieren, nur auch das Haut für die Pergament geworden machen. Ja? Für die Tora-Rolle oder andere Rolle, für die Buch nutzen. Also tatsächlich, Hirsch, es ist nur der einzelne Tier, die könnte man Jagd schaffen. Und dann, nach dem Mishnah, heute gibt es auch die Bücher für die kleinen Kinder, mit Malen, also sieht man genau, wie geht das. Also das Jagd nach Hirsch geht folgendes. Wir schaffen eine quasi Rettungsweg für diese gejagte Hirsch. Am Ende, das wird ein Netz. Und wir probieren, dass diese Hirsch wird nicht wie rechts, links, nur zum diesem Netz läuft und beendet seinen Weg. Und dann haben wir ihn gefasst, diese Hirsch. Das ist die einzelne Jagd, die erlaubt ist. Und dann natürlich koscher schlachten und weiter. Also, auch nicht schießen. Jagd, nicht für Essen, nicht für Spaß, aber ich weiß nicht, für eine Trophäe, ja, für einen Kopf, die steckt man zu Hause, ja. Das ist ja furchtbar. Natürlich, ich muss nicht das sagen. Es ist unmenschlich. Es ist einfach unmenschlich. Willst du
dass die Gott behütet menschliche Köpfe werden so versteckt in die Wand. Früher hat man das gemacht, hat man die Köpfe der Gegner abgetrennt, dann zu Mumien verarbeitet und diese Schrumpfköpfe dann um das Grundstück so auf Pfähle gesteckt, zum zeigen, was für ein toller Krieger oder was für ein gefährlicher Stamm das gewesen ist. Das ist genau die barbarische Welt, die wollten wir Vernichtung vermeiden. Genau. Ja, also das kann nicht sein. Das ist einfach. Das kann nicht sein. Und deswegen, barbarisch, ja. Ja, also diese Jagd, übrigens auch Fischen, wenn schon, reden wir über die Jagen. Guten Abend, Frau Akt. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja. Wir reden über die Fleisch, aber jetzt ist eine Frage über die Jagen. Über die Jagd. Ich habe gesagt, die fast komplette Jagd ist verboten nach Judentum, inklusive Corrida. Egal für welche Ziele und Gründe. Und auch Fischen, ja, wir reden um die Fischen, ja. Ja, sieht man und was, ja. Ein Fisch mit einem Stall, ja, sucht zum Jagen. Denken Sie, das verboten? Natürlich nicht. Ja. Also der einzelne Weg, die darf man fischen. Was können Sie vorstellen für sich? Um nicht die Fische tut wer machen? Die einzige, ja, was? Gar nicht essen. Auch, aber falls. Also der einzelne Weg, erlaubte Weg zum Fischen, das ist mit Netz. Verstehen Sie? Mhm. Aber heutzutage jeder Staat verbotet dieses Netz. Klar. Also nur den Weg mit Netz und genau das ist der einzelne Weg, den kann man die Thunfisch fischen. Ich habe gesagt, Thunfisch ist ein sehr, sehr grundsätzlicher Fisch im Fischindustrie, im Fischwelt. Gibt es 7 Arten verschiedene Thunfisch, von ganz kleineren bis ganz, ganz große, 2-3 Metern. Und für alle, die Thunfisch befinden sich nicht in unseren Wassern, sondern im Okeanus, ja? Also mit großem Wasser. Und deswegen für Thunfisch genau die große Schiffe und Liners, sie genau fischen mit Netz. Ja? Das ist die einzige. Du kannst nicht einen Fisch 2-3 Meter groß mit einer Holz oder Stahl rausziehen. Also ja. Genau, und deswegen diese Thunfisch auch als Fisch erlaubt uns nach dem Torah verschütten und auch von dem Weg, wie fischt man diese Fisch, auch ist in Ordnung. Also wieder mit Jagen und Fischen, wir sind ganz, ganz mindestens zu sagen, zurück uns halten, ja, und also wir finden nicht, dass die Torah haltende Juden gehen für solche Aktivitäten, auch als Menschen, auch als gläubige Leute. Also es ist ganz, ganz nicht jüdische Aktivität. Und deswegen es ist immer in verschiedenen chassidischen Geschichten, wie Martin Buber hat geschrieben, ja, es ist immer eine Bild für nicht jüdische Möglichkeit zum Zeit verlangen, das ist ein Jagd. Ja? Das ist ganz, ganz schwarz-weiß. Die Juden, ich weiß nicht, schwarz, sie sitzen im Synagoge, sie lernen, hören am Unterricht, sie lesen Talmud und die Nachbarn, sie gehen von dem Dorf, sie gehen nach Jagd. Ja, also das ist ganz, ganz gegenüber im jüdischen Kopf läuft, ja, diese zwei Aktivitäten, Jagen oder Fischen. Also wieder kann man befinden einen koscheren Weg zum solchen zwei, aber ist ganz, ganz
uneinfach. Und deswegen, schon hunderte Jahre gibt es keine jüdischen Jäger und keine jüdischen Fischer. Nur wieder die großen Schiffs mit Netz, sie können sammeln die Lachs, Thunfisch und so weiter. Ja? Nur mit großem Netz. Aber für uns, aber das ist nach Lizenz, nach dem Staatserlaubnis. Ja? Für uns als private Leute mit Netz, wo ist es möglich? Es ist nicht möglich. Punkt. Ja? Also natürlich in Deutschland gibt es die Lizenzen zum Fischen in der Nacht, in dem Tag, auf diese Ufer, gegenüber Ufer. Ja? Aber das ist privat und wieder mit, wie heißt das, diese Gerät, heute ist vom Stall, ja, zu einzelnen Fischen, hab vergessen, Spinning, wie sagt man? Ja, mit einer Angel. Ja, ja, also heute gibt es ohne Ende solche, aber das ist für private Leute und wir uns als private Leute komplett verboten. Komplett verboten. Klar. Ja. Also muss man nicht reden darüber, es ist keine große Frage. Es steht überhaupt nicht in Frage beim Juden. Nicht solche Aktivitäten. Und wieder, Frau Wagner, egal für welches Ziel. Dieselbe Aktivität, es ist die Ziel, es ist genau umgekehrt von unseren Werten. Willst du, weiß nicht was, gut schießen, gehst du zum Sport? Gibt es sportive Aktivitäten? Du schießt auf, weiß nicht was, laufende Teller, ja, gibt es solche, ja? Und Tauben, ja. Ja, in Ordnung, in Ordnung. Also, das ist genau, was Talmud sagt. Ein ganz, ganz grundsätzlicher Satz. Das heißt im Talmud, für jede nicht koschere Dinge gibt es eine koschere Alternative. Für jede nicht koschere Aktivität gibt es ganz koschere alternative Aktivität. Okay? Also das ist die Talmud-Satz und wir wissen das und wir glauben in diese Position. Ja? Das heißt, wir müssen nicht koschere Aktivitäten suchen. Und wenn du bist so attraktiv nach, weiß nicht was, Jagen und Schießen, gehst du zum Sport, bekommst du eine goldene Medaille Olympiade. Warum nicht? Aber nicht beschädigen die Tiere. Ja? Die Fische und so weiter. Ja? Also für jede nicht koschere Aktivität gibt es koschere, die gleiche koschere Aktivität. Und noch mehr, Talmud behauptet, dass der Genuss von diese koschere Dinge oder die koschere Aktivität ist ganz, ganz gleich wie von nicht koschere. Talmud meint auch Genuss vom nicht koschere Essen und auch vom nicht koschere Aktivität, wie genau diese Jagd. Also die beide. Ja. Also, das ist eine prinzipielle ja, okay, also weiter mit dem Fleisch. Auch wenn wir schon bekommen eine koschere Fleisch, ja, haben wir schon koschere Fleisch, liegt auf Regale im Supermarkt da und dürfen das essen. Doch kommt weiter die jüdische Gesetze, Halacha, und begrenzt diese koschere Fleisch. Wie? Mit zeitlicher Distanz, zeitlichen Differenzen. Ja? Du kannst nicht essen ohne Ende Fleisch. Ja? Also natürlich muss man wechseln, manchmal milchig, fleischig und dann kommt die berühmte 6 Stunden. Kennen Sie? Ja. 6 Stunden Abwartungszeit. Das ist die genaue Idee, dass ohne diese könnte man was? Ganzen Tag nur Fleisch fressen. Ja?
morgen, mittags, abend, nach Fleisch, 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 Fleisch. Und deswegen, du siehst weiter, dass die Gesetz probiert diesen Geist vom Torah auch mitbringen, auch wenn es koscheres Fleisch ist. Und du darfst. Aber doch, du isst nicht den ganzen Tag Fleisch. Ja? Also, wieder theoretisch kann man. Es ist nicht verboten, es steht nicht in unserer Bücher, dass es ist verboten, den ganzen Tag Fleisch essen. Gibt es nicht solche Verbot. Aber doch, von dem ganzen Thema, Kaschut, von der ganzen Beschreibung, du lernst, dass du sollst vermischen deine Essen. Nicht nur eine Art, ja? Nicht nur, weiß nicht was, Getränke. Nicht nur milchig, nicht nur fleischig, nicht nur Fisch, nicht nur vegan, vegetarisch. Es kommt alles zusammen, in gewissen Mengen, mit gewisser Zeitpause. Diese Idee illustrieren, kommt ein anderer Satz vom Talmud, der sagt folgendes. Der Mensch, der begrenzt sich im Genuss, und dieser Genuss, Talmud meint Genuss vom Essen. Das heißt, jemand mag nur Süßigkeiten, Torte. Ja? Jemand isst die Torte den ganzen Tag. Torte, Torte, Konfetten und so weiter. Das kann sein, meine Kinder manchmal. Hast du gegessen? Ja, habe ich schon Torte gegessen. Wunderbar. Das ist, also, das heißt, du isst und konsumierst nicht andere Arten Essen. Und dann quasi, du niederschätzt die, was hat der liebe Gott geschafft. Ja? Der liebe Gott hat die ganze Welt für dich geschafft. Milchig, fleischig, Salaten, da und dort. Du sollst alles probieren. Ja? Und deswegen Talmud sagt, der Mensch, der isst nicht alles, was koscher ist, was es erlaubt ist, ja? Sagen wir nur Torte, nur Fleisch. Ja? Ich esse keine, weiß nicht was, Gurke. Ja, schade für die Zeit, muss man nur Fleisch essen oder Torte. Ja? Solche Mensch, er bekommt eine Strafe in künftige Welt. So nach dem Talmud. Ja? Das heißt, du sollst genießen von der ganzen Gotteswelt und nicht nur von der künstlichen Welt, die du hast für dich entwickelt. Ja? Also natürlich, ich mag da, ich mag dort, aber du sollst alles essen und die Gott segnen für alles. Also manchmal milchig, manchmal fleischig, manchmal Tomaten, Gurken, alles, was gibt's. Ja? Das heißt, die Gott hat für dich das alles geschafft. Ja? Und du sollst verstehen das und nicht begrenzen sich. Künstlich. Ja? Also, wieder, ich erinnere dieses Konzept von Nachmanides, Naval Bereshut HaTorah, die böse Mann im Torah grenzen, der überwiegt und macht nur eine Dinge. Ja? Er isst nur Fleisch. Koscherfleisch, aber nur Fleisch. Natürlich, er erfüllt keine Torah. Ja? Es ist gegen den Geist von der Torah. Und deswegen, der Talmud sagt, du sollst alles, was es erlaubt für dich, du sollst essen. Auch manchmal die Leute sagen, okay, ich begrenze mich, es ist nicht koscher, es weiß nicht was, es ist alles nicht gut. Ich esse ganz kleine Menge, ich verbote für mich. Ja? Zum Beispiel im Torah steht ein Held, heißt Nazir, ja, jüdische Mönch sozusagen, der sagt, ich trinke kein Wein. Ich trinke kein Wein. Ja? Es ist keine gute Idee. Also diese Nazir, dieser jüdische Mönch, am Ende seiner Zeit, er muss eine Opfer bringen. Für was? Ein Opfer. Das hat er vermeidet sich vom Wein.
Die liebe Gott hat für dich Wein geschafft und du trinkst Wein nicht. Talmud fragt eine rhetorische Frage. Du hast noch nicht genug die verschiedenen Torah-Verbote, dass du entwickelt ein akustisches Verbot für sich selbst. Wie kann das sein? Ja? Also muss man alles, was erlaubt ist, ja? Nicht verbotene Fleisch, verbotene Wein, aber was ist erlaubt, muss man alles in gewisser Menge essen und trinken und nutzen. Also gibt es eine interessante Verständnis, was ist ein Mensch, ja? Im Christentum, wenn ich verstehe korrekt, ein Mensch, es ist bis Ende des Lebens, ja? Also der Mann, die Frau sagt, okay, ich will, ja? Dann bis Ende des Lebens. Interessant, dass am Osten Mensch kann sein eine gewisse Zeit, begrenzte Zeit, einem Jahr. Es ist nicht nur im Judentum, natürlich im Judentum, steht im Torah. Es ist auch im Buddhismus, ja, im Osten, ja. Die kann man winden eine Zeit, ein Jahr zum Beispiel, jeder, Mann, Frau. Und er geht zur Mönscherei, ein Mönch sein mit diesen orange Kleidungen und dann kommt zurück zum normalen zivilen bürgerlichen Leben. Also diese Idee, dass du sollst nicht ganzes Leben ein Mönch sein, sondern ein Jahr, gewisse Zeit, das ist ganz, ganz östliche, nicht europäische Idee. Ja? Nicht zu sagen, dass, also christliche Idee ist ganz, ganz schwarz-weiß. Oder du lebst dein bürgerliches Leben, bürgerlicher Genuss, oder du bist Beste und Beste ein Mensch, aber zum ganzen Leben. Und diese Ideen von Judentum und Buddhismus, sie zeigen eine mittlere Möglichkeit, zum einen Mensch zum gewissen Zeit sein. Und ich muss nicht sagen, dass im Judentum Mensch, es ist nicht verheiratet, ja, keine Frau, kein Mann, kein Kinder, das überhaupt existiert nicht. Der jüdische Mensch, er verheiratet, er hat Frau, Kinder, er nur zwei Dinge vermeidet. Er macht keinen Haarschnitt, auch mit dem Bart, und kein Wein trinkt. Nicht Wein, nicht Traubsaft und so weiter. Ja? Also die Mönch nur von diesen zwei Themen. Das heißt, es verbotet auf sich selbst, auf seine Körper und Seele, etwa das Torah hat erlaubt, überhaupt. Also das ist nicht genau gute Idee. Und deswegen diese jüdische Mönche, Nasir, Nazirim, sie waren nicht so große Gruppe im jüdischen Volk sozusagen. Es ist bekannt, dass Samson im Richterbuch, ja, im Tanach, er war ein Nazir, aber prinzipiell ist nicht so viele Leute wurden im Judentum solche Mönche. Trotzdem im 20. Jahrhundert, wir hatten jemanden in unserer Zeit, Mitte 20. Jahrhundert, jemand, der war ein Nazir, ein jüdischer Mönch. Ja? Das war ein sehr, sehr berühmter Rabbiner in Jerusalem. Er bekannt als Mönch aus Jerusalem. Er heißt, sein Name war Rabbiner Rabinowitsch, aber die alle kennen ihn als der Mönch, der Mönch. Er war der Letzte. Er war persönliche Schüler von Rav Kook, die große Rav Kook, Avraham Yitzchak Akohen Kook. Und er hat verstorben am 70er Jahre. Meine persönliche Rabbiner, meine Lehrer, war seine Schüler. Also ich bin quasi zweite Generation von diesem, der letzte jüdische Mensch. Ja, ich bin geistliche Enkelkind von diesem Mensch, sozusagen. Und wie gesagt, man, es ist zwei Kontakte, ja, also, und
aber nur diese Realität nur erklärt uns, dass solche Leute wie ein Mönch, es ist ganz, ganz selten, ganz, ganz nicht gewöhnlich im Judentum, im jüdischen Volk. Wie gesagt, Judentum ist eine Mitteweg, eine nicht extremale Weg, nicht rechts, nicht links. Und auch diese Mönche, auch die jüdischen Mönche, die nur Wein trinken nicht und machen keinen Haarschnitt, ist keine attraktive Dinge für uns. Die Leute mögen das nicht. Okay, also und natürlich genau diese Jagd oder Fischen gleich. In unseren jüdischen Augen, das ist etwa extremal, diese Aktivitäten. Wir mögen das nicht. Okay, was noch muss ich sagen zu Fleisch? Okay. Prinzipiell, die schwierigste Organ zum Koschen, das ist Leber. Weil Leber natürlich, er erfüllt mit dem Blut. Das ist sein Ziel, die Blut filtrieren. Also muss man sagen, bis 20. Jahrhundert und Kühlschränke, es war überhaupt sehr, sehr wenig koschere Leber, überhaupt. Trotzdem, es ist ein jüdisches Essen von Osteuropa, von Polen, Galizien, Ukraine, Weißrussland, aber das war sehr, sehr teuer. Weil, wie kann man diese Leber koschern? Was denken Sie? Die Antwort? Also mit Salz bestimmt nicht, weil dann wird sie ja hart. Natürlich. Mit Salz? Natürlich. Also ich habe dieses Koscher durch das Jahr, dieses Buch, und da soll man ja ganz viel immer alles erstmal in Salz einlegen. Eine Stunde. Das Leber muss man koschern nur auf direkte Feuer. Ah. Nur. Gibt es keinen anderen Weg. Und wenn du machst Koscherung mit direktem Feuer, verstehen Sie, dass die Halb von des Leber ist gebrannt, ist weg. Also auch heute das Leber relativ nicht billig, die koschere Leber, ja? Weil nicht koschere Leber gibt es relativ genug. Aber das koschere Leber, es ist was ist geblieben von diesem Verbrennen, ja? Also, manchmal kann man finden im Supermarkt in Israel oder in den USA das Fleisch, der ist teilweise gekoschert. Das heißt, das ist alles koscher mit diesem Fleisch, nur die innere Blut ist noch drin, noch da. Deswegen musste man dieses Fleisch dazu zu Hause bis fertig und koscher erreichen, noch mit Salz, genau mit großen Salztabletten, diese innere Blut rausziehen. Warum macht man so, solche Fleischart? Gibt es die Leute, die mögen kochen? Und sie mögen genau die frische Fleisch, ja, genau dem Koscher und ja. Also manchmal die Leute mögen mit ein bisschen Salzgeschmack im Fleisch. Also das nicht die ganze Geschmack mit kaltem Wasser, ja, gewascht. Also im Kurz, da und dort, du findest eine halb koschere Fleisch. Das heißt, und das ist geschrieben im Israelstaat mit großen Buchstaben, koscher nicht fertig. Das ist die Definition. Ja. Also, aber wie heute manche Leute kennen nicht, wie kann man zu Hause fertig koschere Prozess. Also die 99% der Leute, die kenne ich, sie einfach konsumieren und kaufen. Ganz fertig, ganz koschere Fleisch. Nur die große Koche oder
große Omas, die verstehen, wie koscheriert man, oder erinnert noch, wie Uroma hat das gemacht mit dem Hände. Nur diese Leute kaufen diese halb koscherierende Fleisch. Ja, okay, ich denke, das ist groß, grob zu sagen, wegen dem Fleisch. Alles gibt's Kleinigkeiten in dem Fleisch, das ich erzähle am nächsten Unterricht. Ja, zum Beispiel Otovo et Bno. Gibt es verschiedene Gesetze. Das ist, wie gesagt, Kleinigkeiten, aber in Kashrut, im jüdischen Gesetz, gibt es keine Kleinigkeiten. Also einige Dinge, das es betrifft, diese Foie Gras, die auch im koschere Kuh gibt es die Plätze, die wir betrachten als unkoscher. Ich erkläre. Gut, dann, ich habe gesagt, was wollte für heute. Ja, also wir beenden dieses Fleischthema und weitergehen. Haben Sie die Fragen? Nee, eigentlich alles klar, nur vielleicht noch eine Ergänzungsfrage. Wir hatten ja letztes Mal festgehalten, dass wenn man koscheres Fleisch nicht bekommen kann, ist es besser, dann lieber gar kein Fleisch zu essen. Und jetzt meine Erweiterungsfrage, die ein bisschen über das Thema hinausgeht. Gilt es auch für andere Nahrungsmittel wie Milch und Wein? Also wenn ich das nicht koscher bekomme, dann lieber nicht? Sie suchen Alternativen für Milch und Wein dazu? Genau. Schauen Sie mal, Wein ist die problematischste Dinge. Weil Wein, wir lernen dazu, Wein ist es etwas Sakralem für Religionen und noch zum Verschlimmen der Situation, die Wein wurde schwer beteilt mit Götzendienst. Deswegen wir lernen, im Wein gibt es viele, viele verschiedene Stufen. Im Milch ist es ganz einfacher. Also gibt es sogar Meinungen, dass die normale Milch in normale Länder, die wir meinen, westliche Länder mit starker veterinärer Kontrolle, das heißt Westeuropa, USA, also auch gibt es Meinung, ich erzähle darüber, dass auch die Juden dürfen solche Milch trinken und konsumieren. Also in Milchprodukte es ist weniger Problem. Die Probleme nur mit Käse, wir reden darüber, dass Käse, harte Käse, weiche Käse, ja. Die Dinge ist, dass im Judentum und im Essensindustrie die Definitionen, was ist Hartkäse, was ist Weichkäse, ganz umgekehrt. Also es ist ein Unterricht. Aber prinzipiell sage ich, außer Käse, Milch finde ich kein Problem. Darf man alles. Also ein Schluck Milch im Kaffee ist auch mit normaler Milch kein Schluck, Problem. Auch ein Liter, ein Ton Milch. Es ist kein, perfekt. Auch Weichkäse, es ist keine Frage. Ja. Mit Wein muss man vorsichtig sein. Ich gehe morgen zu meiner Betriebsweinfabrik, die macht Säfte. Und dann ist mit koscherer Sicht immer kaum kommt ein Problem mit Traubensaft. Also Wein, nur warten Sie kurz, ich erzähle. Weil dieser Gottesdienst, weil wir uns alle, die Tora sagt, weit fern von Gottesdienst in jede Form, sogar mit diesem Wein. Ja, also wieder mit Milch, keine Frage, kein Problem. Gut. Ja. Vielen Dank. Gerne, gerne, liebe Leute. Also dann stoppe ich unsere Aufzeichnen, Aufnahme.